Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Ja, und damit meine Damen und Herren, willkommen zu diesem neuen Let's Play von mir. Ich spiele Doom. Ich habe noch nie einen Doom gespielt. Ich war irgendwie immer zu jung dazu, als die Spiele aktuell waren. Und ja, als ich dann alt genug war, hat sich da irgendwie auf einer Bildfläche verloren. Und ich hatte schon jetzt sehr, sehr, sehr lange Bock auf dieses Let's Play. Aber ich hatte mit meinem alten MacBook Pro 13 Zoll richtig Probleme, was die Aufnahme von Sprachsound angeht. Jetzt habe ich ein neues MacBook Pro. Nagelneu 15 Zoll hier mit Touchbar und ich kann endlich wieder zocken. Also gezockt hätte ich auch vorher können, ne? Allerdings hätte ich keine Aufnahmen machen können und ich möchte das natürlich Let's Playen. Ja, und jetzt geht's endlich los hier mit Doom. Habe ich mal vor, ja, vor ein paar Monaten sogar recht günstig gekriegt. Ich meine, beim Mediamarkt, was hatten sie so eine Aktion? Drei Spiele für günstigeren Preis. Muss ich jetzt hier machen? Achso, Moment. Ah ja, okay. Wow. Ist das irgendein Sarkophag? Wir werden uns darum kümmern. Ah, was war das? Also es fängt auf jeden Fall schon sehr gut an. Doom ist bekannt für seine Brutalität, aber auch einfach für seinen Horror. Und ich bin einer der wenigen, der den Film sogar mag. Und ich habe gedacht, das könnte was für mich sein. Auch wenn ich mich wahrscheinlich sehr viel erschrecken werde. Ich bin sowas angeht, ich immer sehr schreckhaft. Ich tauche dann in so ein Spiel tatsächlich ein. Sieht so aus, als könnte ich das Ding da anziehen. Ich finde schon cool, wie das hier alles so geschrieben ist und so. Das ist schon geil. Und ich leuere die ganze Zeit so ein bisschen auf mein neues MacBook. Und da sieht die Grafik sehr viel geiler aus, als jetzt auf dem Fernsehen, auf den alten Samsung-Fernsehen, wo ich jetzt spiele, ne? Also... Am liebsten würde ich jetzt so direkt auf dem MacBook spielen, allerdings ist der Delay da zu groß, das funktioniert nicht. Nehmen wir mal diesen Anzug hier. Wow. Krasse Sache. Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Dämoneninvasion im Gang. Scannt unvollständig. Fehler. Meldeverlust in der Basis. Nicht verfügbar. Stationsschäden nicht verfügbar. Bedrohungsstufe nicht verfügbar. Und den Rest kann ich nicht verlesen. Offline-Signal. Scanvorgang. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resop-Satellit wieder online ist. Okay, also müssen wir diesen Satelliten online nehmen. Fehler bei der Ausrichtung. Ja, klemmt wahrscheinlich. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich bin der Chef dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Und das auf eine Weise, die für uns beide von Nutzen ist. Ja. Wir sind nicht der Typ der großen Worte. Okay, Munition. Fällt mir gerade auf. Habe ich unendlich. Und die Welt. Die funktioniert also auch so ein bisschen. Zumindest der Kopf da gerade. Der auch. Was ist das hier? Ein aufladbarer Schuss. Okay, ja. Können also einen Schuss auch so ein bisschen aufladen. So, ducken, ganz normal. Springen, ganz normal. So, viel mehr können wir noch nicht machen. Ach, sieht schon ziemlich geil aus. Naja, wie geht's los? Naja,
Dafür ist Doom sehr bekannt. Sieht schon so, weil das ist ja alles Doom hängt, ey. Kann man das aufschießen? Ja, da bewegt sich was, aber es explodiert nichts. Also mein Aiming ist richtig schrottig. Ich habe auch lange kein Overwatch mehr gespielt, wo ich das ja prinzipiell auch alleine spielen könnte, ohne aufzunehmen. Aber ich hatte auch irgendwie, war ich richtig demotiviert. Oh, was war das? Glowy Kids. Fügst du einem Dämon Schaden zu, wird er genommen, was durch eine blaue Markierung angezeigt wird. Bewege dich an ihm heran und drücke den Analogstick, wenn die Markierung orange wird, um ein Glowy Kill auszuführen. Du kannst Dämonen aus verschiedenen Winkeln angreifen, auch von oben in unterschiedlichen Glowy Kills ausführen. Durch ein Glowy Kill hinterlässt der Dämon immer Gesundheit. Okay, das habe ich schon mal gesehen. Es gibt auch die krassesten Varianten, wie man die Dämonen killen kann. So, versuchen wir mal. Bam. Das ist also eine Art Finisher Move. Ich muss ja auch bei jedem Schuss extra drücken. Also das lässt sich jetzt nicht. Machen wir hier nochmal einen Glory Kill. Bam. Das ist schon ganz krass. Also ich bin gespannt, jetzt ist es noch relativ ruhig. Das Ding, das wird gleich noch richtig abgehen. Ups, da ist was. Ah, haben wir eine andere Waffe. Ein Gewehr. Sieht aus wie eine Pumpgun. Waffenwechsel. Drücke R1, um schnell zur letzt verwendeten Waffe zu wechseln. Okay. Pumpgun haben wir 20 Schuss. Ich weiß auch gar nicht, kann man so speichern, wie man will. Speicherpunkt laden. Ne. Also, was soll das eigentlich, dass wir kein Spiel mehr speichern können, wo wir wollen? Können wir eigentlich hier machen. Mission. Im Reiter Mission werden dir die Automap verfügbare Missionsherausforderungen und Erkundungsgegenstände angezeigt, die in der aktuellen Mission gefunden werden können. Also hier haben wir eine Map, die sieht ja schon cool aus. Da müssen wir also irgendwie hin. Da ein Echo, okay. Das ist anscheinend irgendwie so ein Punkt, wo wir einfach nur hin müssen. So, Arsenal. Im Reiterarsenal werden verfügbare Waffen und Modus angezeigt. Auf diesem Bildschirm kannst du Waffenpunkte ausgeben, um deine Mods zu verbessern und deinen Spielfortschritt in den verfügbaren Waffenmeisterschaft zu verfolgen. Okay. Aufgeladen Energieschuss. Getötete Gegner, wie viel wir damit erledigt haben, zeigt er uns an. Also Waffen können wir ausskillen. Ja, da bin ich eigentlich nicht so ganz großer Fan von. Also, ich finde okay, dass es verschiedene Waffen und so gibt, aber die dann noch verschiedene Skills und so, das ist mir zu RPG-mäßig. Also beim Ego-Shooter brauche ich das selber nicht. Also ich fand es zwar schon cool, dass man bei Far Cry Primal den, halt, den Bogen immer so ein bisschen erweitern konnte und so, aber er hat immer eine andere Waffe, also immer eine bessere Waffe und da fand ich es auch okay. Aber jetzt finde ich jetzt hier die Schrotflinte da irgendwie, irgendwie was mehr Schaden oder mehr Reichweite oder dies oder jenes, das finde ich so blöd. Prätorenanzug-Verbesserungen. Im Reiter-Prätorenanzug kannst du deinen Anzug auf verschiedene Weisen verbessern. Investiere deine Prätorenanzug-Marken in verfügbare Verbesserungen und ziehe dir die Voraussetzungen für weitere freischaltbare Kategorien an. Also können wir hier unsere Waffen auch machen, verbessern. Umweltwiderstand scheint ja Arena-Scanning-Technologie. Da können wir wahrscheinlich dann sehen, wo Beutestücke, Gegner oder sonstiges ist. Ausrüstungssystem, Verstärker, Effektivität, vielleicht für diese Kills und Geschicklichkeit. Gesundheit, Agentzellen, Status. Okay, natürlich, wir haben 0 Punkte, haben wir noch nicht viel gespielt. Was letzte Punkt, was haben wir hier? Waffen. Ah, also hier haben wir Informationen über die Sachen, die wir ja, haben. Da Monster. Berserker, haben wir eben schon gesehen, der sieht richtig nett aus. Artefakte, dieser Anzug, Tutorials, ah ja, diese Glory Kills. Okay, können wir erstmal nachgucken. Ja, wir spielen auf dem Mars, ich glaube, du spielst irgendwie immer auf dem Mars, wenn ich mich nicht irre. Ich bin wieder kein großer Experte, aber der Film war da auch schon drin. So, und ich meine, immer wenn es irgendwie du wart auf dem Mars. Sieht aber auch nett aus. Dämonenpräsenz gefährlich.
Abregelung abgeschlossen. Ja, und da haben wir einen neuen Monstertyp. Und der Verstand. Was mich jetzt so ein bisschen wundert, ist halt, den scheint ganz klar zu sein, was ist denn hier eigentlich passiert. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so, wir wurden auf einmal angegriffen und müssen rausfinden, was ist denn hier eigentlich Sache. Ich meine, das hätte ich sogar mal anfangs gesehen. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Ja. Machen wir mal hier so einen aufgeladenen Schuss. Bäm. Bäm. Das geht sogar ganz gut. Also müssen wir den Gen auch gar nicht mal so krass aufladen. Ups. Ja, den können wir jetzt hier Storykill machen. Bäm. Und haben dann auch direkt unser Leben wieder aufgefüllt. Also ihr merkt schon, ich bin jemand, der ist relativ vorsichtig unterwegs. Jetzt mal gucken, dass wir hier alles gekleert haben. Weiß nicht, das sieht mir ein bisschen komisch aus, wie so ein Portal oder so. Ich will mal hier diese Fässer ausprobieren. Ob man ja, sehr schön. Sagen, muss auch Sachen geben, die es auch explodieren können. Ah, hier haben wir Munition, das ist glaube ich Leben, ja. Okay, Munition sieht schon ganz gut aus. So viel Munition, da können wir sowieso nur 20 Schuss. Da habe ich ja. Ah, Rüstung ist das anscheinend. Okay. Notfallsperrung. Ah, ich finde es gut, wenn Spiele auch wirklich auf Deutsch sind. Oh, hier liegt echt viel rum. Also Spiele spielen auf leicht, ne? Also ich bin jemand, der spielt Spiele wegen Atmosphäre, wegen Story und so. Und nicht, weil er irgendwie die möglichst komplizierteste Variante haben muss, um ein Spiel zu spielen. Ah, hier ist also eine Markierung verkannt. Hier müssen wir hin. Das ist aber nicht sehr vertrauenserweckend hier. Oh. Autsch. Wow, wow. Okay, jetzt wissen wir, warum wir auf einmal so viel Energie haben. So. Da machen wir hier mal so einen Leukel. Oh, was ist das denn für einer? Bäm. Okay, komme ich da dran? Ja, ich bin rauf. Hey, jetzt bin ich sogar hier raufgekommen. Witzig. Ja, komm, kill den. Okay, kommen wir mit dem Leukel da rauf. Das ist irgendwie so ein bisschen für mich backt. Upsala. Oh, hä? Hier war doch gerade noch einer. Wo ist der hin? Wow. Komm runter. Zack. Da war gerade doch irgendwo einer. Hüpfen wir hier so ein bisschen rum. Wow, wow, wow. Bäm. Da ist einer. Wow. Und? Lorikel. Haben wir. Irgendwo ist noch einer. Da ist einer. Hä? Wo bist du? Ah, die sind schon ein bisschen fies, die Viecher. Upsala, nicht getroffen. Runter. Und? Bäm. Boah, einfach den Kiefer rausgerissen. Noch so einer. Komm, da. Warte mal, spawnen die irgendwo? So, haben wir. Bin nicht sicher, ob die hier gerade so nachspawnen. Durch irgendein Portal oder so. Finde die Ursache. Vernichte alle Blutnester. Okay. Haben wir alle. Dann. Da ist Munition. Okay. Nachgeladen. Zack. Rüstung. Haben wir alle. Gesammelt. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Wer ist er? Ich hoffe, du meinst nicht mich. Aber irgendeiner muss mich da ja auch irgendwie festgenagelt haben. Oh, armer Kerl. Ich bin gespannt, wer das war. Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an dieser Welt ausschließlich aus dem Antrieb kam, der Menschheit eine bessere Zukunft bieten zu können.
Natürlich ist jetzt alles unter Kontrolle geraten, ja. Aber ich bin es risikowert, das versichere ich. Bethesda. Kann man halt einfach auch drauf, geile Spiele zu machen, Storys und so, ne? Die Musik ist schon geil. Ich bin ja keiner, der sich so Rock und so nicht viel hört oder so. Aber ich finde es irgendwie cool. Das passt einfach dazu. Das ist, bringt einfach die Stimmung hier rüber. Und ja, das ist das, wofür man Doom halt kennt. Lucia. Drücke das Touchpad, um Lucia aufzurufen. Das haben wir schon rausgefunden. Du kannst da unten drücken, um dir die aktuellen Missionsinformationen im Helm anzeigen zu lassen. So, einfach schließen. Finde den Eingang in Westops Einrichtung. So, jetzt ist halt die Frage, ist das... Oh, das geht sogar tief und so. Moment, da oben, da ist eine 1. Achso, weil wir andere Sachen gefunden haben. Berserker, Imp, Glaukitz, ja, was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Blutnester. Okay. Ah, das sind die Blutnester. Ja, also wie gesagt, man kennt Doom eigentlich, auch wenn man es selber nicht gespielt hat, wenn man sich in der Spielszene so ein bisschen informiert und so, dann kennt man es einfach. Da kommt man eigentlich gar nicht vorbei. Das ist halt irgendwie ein Klassiker, der jedem irgendwie was sagt. Selbst meine Eltern wussten, was Doom ist, deswegen durfte ich es als Kind nicht spielen. Aber jetzt frage ich mich gerade erstmal, wie ich hier hin. Ich traue mich irgendwie nicht so ganz da runter zu springen. Ich den Sprung schaffe. Naja, ich bin ja hier der Ober. Autsch. Aber ich habe überlebt. Okay, also. Der Schaden schon und was machen. Springen und so. Okay. Ich bin ja auch jemand, der muss immer alles abgucken, ne? Ist da irgendwas versteckt und so? Da bin ich durch Gothic belastet, dass ich mal alles checken muss. Es gab immer was zu finden. Was ist das hier? Codex, Eintrag freigeschaltet. Da muss man direkt mal gucken, ne? Ein kurzer geschichtlicher Überblick. Ja, wie gesagt, ich bin jemand, der spielt wegen der Story, aber vorlesen wollte ich das jetzt hier nicht. Ich bin kein guter Vorleser. Kann mir das ja Spiel nicht vorlesen? Verdammt. Lassen wir das. Das wollte ich euch heute nicht anhören. Meine Vorlesekünste. Da blinkt was Interessantes. Jo, guck mal die. Jo. Jo, geht ganz gut, ne? Die checken das nicht. Wahrscheinlich, weil sie auch einfach nicht an mich rankommen. Ah, nicht getroffen. Weg ist er. Kann man auch aus sicherer Entfernung machen. Ja, noch einer. Weg damit. Ja, warum denn nicht? Alles kaputt hier, alles am Brennen. Da war eine Schrotmunition, die habe ich noch nicht gebraucht. Komm ich denn da hin? Ich glaube, ich muss mal da runter. Also sieht mir schon sehr linear aus, das Spiel. Also kein Open World. Wie eine Far Cry oder so. Ja, da haben wir Rüstung. Sie könnte auch Rüstung sein, ne? Ist so cool, das leuchtet so. Verdammt, jetzt habe ich einen Sprung. Verdammt, oh, oh. Bäm. Wow. Das hier ist geil. Ja, machen wir mal hier wieder. Leute. Was willst du? Ist ja nicht Kopf. Oh. Das ist doch Beetro. Wow, 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 wow. Warum haben die Dämonen komische Waffen? Ach, die Animationen sind schon doll, ne? Da haben sie schon was ausgedacht. Ah, kommst du her? Haben ich? So, ich brauche ja gar nicht nachladen. Ich wollte gerade nach Nachladen gucken. Hä? Warum verreckt ihr nicht? Ja, machen wir hier mal so. Schlacht. Achso, ja, okay.
Bin ich Munition? Ah, ich habe aber wieder Munition. Hallo, hinter dir. Da bin ich. Also ein bisschen was von Online-Spielen. Nur dass die KI nicht gerade so. Der weiß. Verdammt,